Blau. Nein. Das ist nur Michi. Dreh mal um. Hier ist jemand. Er tut so. Guck mal, wie kann das sein, dass ihr ein oder zwei Sprossen habt da? Ja, eine oder zwei Sommersprossen. Ja, meine Hände sind natürlich ein bisschen blau, ich weiß nicht warum. Blaues Blut. Blaues Blut, ja, ich bin edel. Adel. Adel, edel. Ja, hier ist jemand, der verdient sich gerade seine Meilen über den Atlantik, ganz hart. Ne? Also jeder, der nicht mitgenommen wird, der weiß warum, der ist nicht hier und kratzt. Ja, was ich dich nochmal fragen wollte, genau, das ist das Ding, wo ich da hinten ja, das ist nicht sein. Maschinen gleich aus und dann segeln wir jetzt 3 Wochen. Das wird eine Gaudi. Jetzt segeln wir in die erste Nacht. Ein Schauspiel von Sonnenuntergang. Holt Chrissy den Kuchen außen, den Apple Crumble außen rufen. Mal sehen, wie er geworden ist. Oh, da freut er mich riesig. Mitten auf dem Atlantik. Ja,
Ja. Michi? Ja? Wie lange noch? Was, wie lange noch? Bis wir da sind. Ja, in ein, zwei Tagen sind wir da. Hab Geduld. Oh. Ich will schon auch da sein. Nee. Wir sind ja erst ein paar Tage unterwegs. Ich wollte hier, weil es so heiß ist, wollte ich das mit diesem Topflappen machen, dann ist die Flamme wohl da. Darum ist es angebrannt? Ja. Ja, ich weiß. Oh, ja. Schnell. Ja. Darf eigentlich nicht sein, sowas. Mit dem Topflappen, ne? Ja. Michi muss jetzt zu den Haifischen. Ja, das war eine Scheiße. Heute Morgen, wo wir angekommen sind, vor der Insel habe ich die Maschinen warm laufen lassen. Und wo ich dann nicht mehr segeln konnte, oder wir nicht mehr segeln konnten, dachte ich schön, die Maschinen zuschalten. Dann bleibt die Steuerbordmaschine stehen. Ich
richtig, was soll das denn? Also das gleiche nochmal Maschine an, nochmal wieder zuschalten, bleibt stehen. Was heißt das? Da ist irgendwas in der Schraube drin. Netz, Tau, das, der Sache muss ich jetzt auf den Grund gehen. Problem ist, 20 cm Sicht hier unter Wasser, wenn überhaupt, und hier soll es Bullsharks geben. Also muss ich sehr schnell arbeiten. Bevor die merken, dass ich im Wasser bin, muss ich wieder draußen sein. Das ist so. Siehst du was? Da siehst du ja gar nichts. Und? Hast du was gemerkt? Da ist gar nichts zu sehen. Fühlen auch nicht? Ich habe gefühlt, da ist kein Netzkarton. Kann das sein, dass in den letzten Stunden durch das Geschaukel und wie auch immer sich von alleine gelöst hat. Da ist er hin und her geschaukelt. Ja, ich mach die Maschine jetzt gleich nochmal an und guck, wenn das dann wieder ist, das ist ein technisches Problem im Getriebe und das finde ich dann überhaupt nicht lustig. Ich will den Schwanz noch feststellen. Michi? Ja? Wo sind denn die Kekse? Ich habe keine Kekse mehr. Wie, du hast keine Kekse mehr? Nee, die haben wir erst letztens zusammen gegessen. Das können doch nicht alle gewesen sein. Ja, da waren nur noch 3 Stück in der Packung drin. Mehr habe ich nicht. Na, das bestimmt nicht. Das ist aber komisch. Ja, wieso ist das komisch? Na, ich finde das schon ein bisschen komisch. Nee, ist brauchst du nicht komisch, weil ich hab nicht mehr. Na gut. Tut mir leid. Na gut.
fahren wir mal endlich mal zu der anderen Insel hin. Hier da drüben. Da sind noch die ganzen Gefängnisse in Ruinenform. Also da ist Urwald. Ja, weiß ich auch nicht. Alter Friedhof ist da noch. Großartig. Dokumentieren, ja. Für die Versicherung. Ja, für die Versicherung. Verdrängt uns auch. Michi, halt dagegen! Halt dagegen! Die wollen uns zu den, in die Sümpfe treiben! Oh, 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 oh.
tadelloses Wasser für Zeugwäsche, Duschen. Und das regnet hier jetzt noch 2 Tage. Also werden wir die Kanister und alles, was wir haben, werden wir vollziehen. Michi! Irgendwie muss ich da noch reinkommen. Ich will zum Mond fliegen. Du kommst jetzt hier mit. Oh nein, Chrissy! Da muss man doch irgendwie reinkommen in diese Rakete. Haben die keinen Eingang hier oder was? Bin ich mal gespannt. Barry hat gesagt, Michi hat noch Kekse. Hier unten. Mal schauen. Ah! Guck dir das an. Dieser Geizhals. Oh, das gibt's Hunger. Das war's jetzt. Chrissy, das kannst du nicht machen mit mir. Und tschüss. Ich kletter nie wieder in eine Rakete und will zum Mond fliegen. Ich verspreche dir das. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Und jetzt hast du es wieder getan. Bitte, Chrissy. Nein, 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 keine Gnade. Und das mit den Keksen ist die absolute Höhe. Ich hab nicht mehr so viel. Ja, ich hab's gewusst, dass du das sagst. Und deswegen bist du auch hier. Zu Recht. Ich hab Barry gefragt, er hat mir alles erzählt. Ich weiß, wo die ganzen Kekse sind. Und ich lässt du doch nur da, wo sie sind? Nein. Erstmal gehe ich jetzt zurück an Bord und wenn die Kekse alle sind, komme ich wieder. Tschüss. Ich habe nichts zu essen. Thank you.
Jetzt kommt er. Traumfänger überholt mich. Nein. Nein. Was denn? Streikst du? Wieso soll ich streiken? Mein Papa brauche ich. Den hole ich dir nicht. Ja, ja. Lass ihn jetzt alleine hier raus, ne? Ich will ja nicht, dass du fährst. Du musst aber. Das weiß er doch. Nein. Du kannst auch einfach hier bleiben. Jetzt hast du es ja doch gemacht. Tschüss, Chrissy. Komm gut nach Hause. Tschüss. Bis in die Karibik.